Willkommen zurück zu FIFA 14. Monaco gastiert bei Paris Saint-Germain. Das sollte ein Spitzenduell sein. Also ich tippe auf 1 gegen 3. Ohne Gewehr. Schöner Treffer, easy. Wir sollten es gleich in der Tabelle sehen. Sollte sie angezeigt werden. Da ist sie. Monaco nur auf 8. Also sie waren letzte Saison deutlich besser. Das ist zumindest vom Namen her ein Spitzenduell, sagen wir mal so. Scheinbar von der Tabellenplatzierung her nicht so ganz. Aber das sollte trotzdem ein spannendes Spiel werden. Beide Mannschaften auf hohem Niveau. Dann erstmal so ein Fehler. Falcao kriegt den direkt in die Füße gespielt. Loni im Zusammenspiel seinen Kollegen gerettet. Matuidi kann er nichts draus machen. Trotzdem guter Start für PSG. Das letzte Mal, als ich das gesagt habe, hat Paris 1-0 verloren. Also nur mal so als Erinnerung. Oh, das war ein interessanter Pass. Aber da kommt dann Lucas. Ich wollte eigentlich nur auf Außen spielen. Ich meine, ich habe nicht mal lang Y gedrückt. Ich habe einfach so kurz angetippt. Aber es hat gereicht, um richtig einen rauszuhauen. Und wäre der Werner zu Lucas gestanden, wird es jetzt 1-0 stehen. Um da auch mal unterschwellig Kritik an Lucas üben zu dürfen, glaube ich. Gut gegrätscht. Weil es da durch den Oberkörper durchgeglitscht, aber egal. Verratti. Lucas. Wieder Verratti. Tipp und Loni. Loni schön durchgesetzt. Da hat noch einer gefehlt. Also wenn Loni mal dribbeln will, dann kann er das auch. Muss ich nur wollen, oh, schon da. Ecke. Sollte, jawohl, sollte Ecke geben. Matuidi. Verratti aus dem Hintergrund. Verratti! Ordentlicher Start. Den wir kurz ausgiebig gegähnt haben. Ordentlicher Start. Von Paris. Also die besinnen sich darauf, um was es hier geht in diesem Spiel. Nicht um Punkte gegen einen nicht schwachen Gegner. Dementsprechend wird hier auch gespielt. Denier gut durchgesetzt. Keeper ist da. Allerdings ist der Verteidiger schneller da. Das führt zu einem witzigen kleinen Missverständnis. Und der Ball ist leider weg. Aber solche Kleinigkeiten können immer passieren. Solange das Gesamtspiel stimmt, solange man überlegt, wenn man spielt, und keine Blindsachen passieren, dann geht das los. Knallaroni Toccaloni. Was der einen rausgehauen hat wieder. 25 und so ein. Zack. 20 bis 25. Ich weiß nicht, wie viel genau. Aber der war ja unhaltbar. Und wie schön. Ja, die Qualität eines T.Loni. Man muss, auch einfach mal, muss sich einfach mal trauen, drauf zu hauen. Und es gilt nicht nur für Loni. Das können die anderen bestimmt auch. Wir sind in der ersten Liga. Gurkenquote wird wohl nicht allzu hoch sein bei solchen Schüssen. Also, dem Probieren steht eigentlich, wenn es keine deutlich bessere Alternative gibt, bei sowas nichts im Wege. Na, da. Das war jetzt nicht blind, da war wirklich eine Option da. Stand nur leider jemand im Weg. Aber solange eine Option da ist, kann ich das immer noch vertreten. Lukas. Ja, Verratti. Das war nix. Aber auch der Pass auf ihn war schon interessant, muss man sagen. Villiers. Keine Abseits, Fragezeichen, Lucas. Zählt! Zucker! Der Pass und der Schuss genauso. Das war in allen Belangen ein sehr schönes Tor. Nochmal Replay, Rewind Selector. Keine Abseits, die Abwehr konzentriert sich auf den Punkt. Loni hat Lukas freie Bahn und unhaltbar links rein. Der war präzise bis zum geht nicht mehr. Also Monaco kriegt die volle Ladung PSG ab. Und Monaco spielt nicht schlecht. PSG ist einfach nur besser. Zu diesem Zeitpunkt würde ich sogar sagen, deutlich besser. Ja, Loni, gut, der kommt halt an. Da kann man auch mal sowas machen. T-Punkt.
Noni! Das wäre zu viel gewesen, jetzt noch den dritten nachzuschieben. Aber Verratti. Hat sich ja fast ein 3-0, oder zumindest zur Chance zum 3-0 durchgewurschtelt. Also bis hierhin, das ist einfach ein tolles Spiel. Das Beste der Aufnahmen bisher. Und das erste war sowieso scheiße. Und das zweite war so Mittelmaß. Aber hier, jetzt sind wir die wahre Kraft von Paris Saint-Germain. Meiner Meinung nach zumindest auch schon da. Schwer direkt zu nehmen, sehe ich ein. Trotzdem wäre rüberlegende Option gewesen. Naja. Lukas. Schön durch, der Pogloni. Und der wird nichts. Ärgerlich. Da habe ich einige, meine ich, einige Rückpassschreie gehört zu haben. Aus dem PSG-Block. Aber alles korrekt. Da hat Loni vielleicht fast einen. Also. Boah, aber der passt auch schon wieder. Also, passt Monacos Abwehr nicht gut genug auf oder sind die Pässe heute einfach genial? Das kann mir gerne jemand verraten, weil ich kann es so nicht beantworten. Der Punkt Loni. Gut, das war jetzt natürlich eine Abwehrlücke, ganz klar. Und Lukas läuft vorbei. Ich fasse es nicht. Elfmeter! Ich meine, das war ein klares Handspiel. Das hat man, da brauche ich nicht mal Zeitlupe für. Das hat man gesehen. Nur die Zimmer, da war voll in die Mitte. Arroganz war ein ganz normales Stoffwechselprodukt. Hat ihm in dieser Situation nicht weitergeholfen. Und es steht 2-0, da war jetzt auch nicht so viel Druck auf ihm. Trotzdem so ein Tor darf man machen, wenn man den Elfmeter schon geschenkt bekommt. Das war eine Einladung. Die man fieserweise ausgeschlagen hat. Monaco lässt sich zerlegen. Weil PSG verdammt gut ist, aber Monacos Abwehr in meinen Begriffen auch Lücken hat. Also, das könnte schon deutlich höher als 2-0 stehen. 3-4-0 ohne Probleme möglich. Einzig und allein Mangelhaftigkeit steht dem im Wege. Falcao. Ja, das war ein schöner Pass auf den Keeper, kann man nur Danke sagen. Und Matuidi. Mal schauen, da ist man jetzt wieder ein bisschen direkt auf Loni. Ich frage, was soll damit anfangen? Dann ist das mal ein Ballverlust. Also, so direkt sollte man offensichtlich auch nicht spielen. Seitdem jetzt bietet sich an, Ojana. Der Pass sollte nach unten. Ich habe damit gerechnet, dass Caballé den linken Flügel besetzt. Das hat er offensichtlich nicht getan. Van der Wiel, ab auf Lukas. Tepungloni, nein, nicht Tepungloni! Tor! Caballé köpft und Ojana staut ab. Zum vollkommen verdienten 13-0. Dazu ist PSG heute einfach zu gut. Flanke, super, Caballé. Gut, der ist einmal am Pfosten und Ojana steht genau richtig. Kein Abseits im Moment des Kopfballs. Ojana hinter dem letzten Verteidiger. Also alles regelkonform. Und das 3-0. Eine logische Konsequenz der Spielweise von PSG. Bei so einem Niveau wird auch mal dreimal geklatscht. Und schon da. Verratti. Auf dem Weg alleine. Verratti. 4-0. Jetzt ist Monaco offen. Man gerade noch selber vorne, werden ausgekontert. Und so ein 4-0, die logische Folge aus 12 Metern. Ja, da hält es auch als Keeper gar nichts. Da will ich ihm auch keinen Vorwurf machen. Und der Keeper hat am wenigsten Schuld, dass es hier 0-4 steht. Hat er sogar noch einen Elfmeter gehalten. Also, ihm kann man in diesem Spiel heute, finde ich, überhaupt nichts ankreiden. Hat keinen Fehler gemacht. Wenn man so ausgekontert wird oder solche Dinger aufs Tor kriegt, abstaubert oder so, da hast du halt keine Chance. Du hältst, was du hältst, und mehr kannst du nicht machen. Matuidi! Das wäre es nochmal gewesen, ein Eigentor hinterher. Verteidiger war da gefährlich, aber die Konzentration hoch genug gehalten. Kein Abseits von Ojana. Ich habe extra aufs Radar geguckt mal. Dafür ist es ja da.
ist ja da, das Radar. Denier. Ja gut, das war jetzt nix. Kann auch nicht jeder Angriff und jede Flanke was werden. Hätte man so gegen Valenciennes gespielt von Anfang an, wäre Endstand nicht 0-1 gewesen, sondern wahrscheinlich auch 4-0, 5-0. Aber jedes Spiel so zu spielen, das kannst du ja gar nicht planen, das kannst du gar nicht beeinflussen. Entweder das läuft oder das läuft nicht, Lukas. Lemina! Richtig gute Aktion. Also, PSG arbeitet wie verrückt. Das ist ganz hohes Niveau, was wir hier sehen. Da kann ein Monaco nur leid tun. Coutinho, jetzt vielleicht mal mit irgendwas Anschließendem. Ein Anschlusstreffer, weißt du schon. Anschließend. Silva. Ja, die Grätsche war jetzt schlecht, du Lalonde. Kann aber nichts draus machen und auch schon da ab geht wieder nach vorne. Es hätte 5-0 sein können, wenn der Konter durchgeht. Geht er nicht, kein Problem. Auch schon da. Monaco, die können nicht mehr. Wie wollen die noch irgendwo hinterherlaufen? Wir müssen einfach hoffen darauf, dass PSG die Angriffe nicht mehr so konsequent zu Ende führt. Ansonsten sehe ich da wenig Potenzial. Matuidi. Er hat auf rechts außen was gesehen. Verteidiger stand aber direkt vor ihm. So wird das nix. Loni. Wartet niemand hinten. Schade. Kein Abseits, Loni. Zweiter Versuch auf eine Vorlage, die er immer noch für sein Saisonziel braucht. Heute wäre eine Gelegenheit. Wobei ich nicht weiß, ob er schon was vorgelegt hat oder nicht. Das kann ich gar nicht sagen. Eventuell. Wechsel, Chanton für Matuidi. Der Pass war richtig schlecht. Lemina gegen Germain. Monaco bellt die Oberhand. Gibt es noch den Ehrentreffer. Wo war das bitte? Ich bin nicht an den Ball gegangen, bis das Zeichen verschwunden ist. Bullshit. Also wie gesagt, lohnt die Chance auf eine Vorlage. Wenn nicht heute, wann dann? Heute gäbe es sogar fast gratis. Ich muss nur was draus machen. Gut. Über die Außen. Schön gemacht. Das ist gutes Fußballspielen. Doch, das war nichts. Nuni geht runter. Ich wollte gerade die Ecke mit ihm ausführen. Der kriegt bei Backside Chance. Beim Stand von 4-0 wieder nachvollziehbar. Lemina. Subasic, der, da bleibe ich dabei, ein gutes Spiel macht, soweit. Was mit dem Stand ungewöhnlich ist, aber naja. Ja, Subasic konnte auch den entschärfen, wollte ich sagen. War ja nicht wirklich gefährlich, dieser Kopfball. Martinez. Den jeder hätte man auch mal schneller und effizienter klären können. Und Chanton. Das ist eine Minute drauf. Ah, stimmt. Ich habe nur was in Minute gehört, da wusste ich schon Bescheid. Tipulone, der alte Franzacke. 4-0. Ein super ansehnliches Spiel. Große Ideen, große Chancen, große Tore. PSG hat sich von seiner besten Seite präsentiert und ist zumindest laut diesem Spiel mehr als gewappnet für das Pokalspiel, was morgen stattfindet. Gegen irgendwen. Bordeaux. Bordeaux-Pokal. Coupe de Ligue. Das ist 1 gegen 2, oder? Kann das sein? Nein, nicht 1 gegen 2. Was habe ich gesagt? Bordeaux? Bordeaux ist auf 11. Oder gegen wen geht's? Gegen Bordeaux. Nein, habe ich das verwechselt. Sorry. Aber Bordeaux war da auch. War letzte Saison auch besser, oder nicht? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Morgen geht's weiter, Freunde. D. Lundi sagt vielen Dank fürs dabei sein. Und bis morgen zum Pokal.